Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Frischem Marsch. Wir haben jetzt Winter, frühes Winter. Wir wollen ein paar Tage überbrücken, bevor euch vielfach kommt. Das heißt jetzt, wir werden ein bisschen Holz fällen. Zuerst schauen wir mal unsere Tiere an. Mit Wasser, ob die genug Wasser haben. Dann werden wir den Tag Rest Ruhe haben. Dann werden wir noch Stroh reinfahren. Aber zuerst machen wir Wasser. Da haben wir unseren schönen Wasserhahn hier, den brauchen wir bloß aufdrehen und dann füllt es sich ganz alleine. Nur mit R drücken, dann geht der Hahn nach oben. Schon läuft das, zwar da hinten, gut, rein optisch gesehen ist das nicht so schön, aber es wird ja hier voll. So, dann werden wir schon sehen, wie wir Stroh reinkriegen. Das heißt, wir brauchen einen Traktor. Stroh haben wir hier Menge, normalerweise. Ja, hier haben wir schon einen. Den können wir gleich nehmen, der passt dazu. Der ist nämlich groß genug. Ja, aktuell. Ja. Es sind noch nicht alle Früchte reif, sagen wir so. Ich persönlich glaube auch nicht daran, ob was reif wird. Aber das ist manchmal egal. Wir machen erstmal Kühe und dann machen wir ihr Holz, was wir im Winter halt eigentlich immer machen werden. So, mal aufmachen. Ja, das ist Mischration, das brauchen wir nicht. Ich dachte, wir Stroh drauf. Ich habe auch nicht gelesen, naja gut. Gut, dann fahren wir das mal in ein Lager rein. Und dann holen wir Stroh. Wasser läuft ja alleine. Entschuldigung. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, also ich wundere nicht, ob ich noch huste. Geht leider nicht anders. Leider ist von der Thüringenkarte auch noch kein neu da. Ich warte ein bisschen ab, weil ich jetzt schon bis nächste Woche Freitag voraufgenommen habe. Und jetzt da neun Folgen zu machen, das wäre ja eine ganze Woche weiter. Das wäre ja äußerst in Anführungszeichen ungünstig, wenn dann gleich am nächsten Tag die neue Karte raus ist, mit ihren neuen Errungenschaften, sag ich mal so. Ich hätte ein paar LKW. Aber ist ungünstig. Also, ja, natürlich kein LKW da. Wo ist denn der? Was geht hier Licht an? Schon dunkel, wa? Oh je, Winter. Oh. Aber mal schauen, wo der LKW ist. Einen haben wir hier. Ah, der war ja mit Geres verkauft. Also Geres, der kann man beide verkaufen. Also die Kursplay-Kurse werden wir eh neu machen müssen. Deswegen sagen wir so, normalerweise da muss ich gleich Verkauf Geres der BGH. Nord. Müsste die sein. Ups. Kurz gucken, Gärreste, ja. Und tschüss. Weil Gärreste wird immer noch ein bisschen da sein. Dann werden wir ganz kurz hier gucken bei den Ballen. Das sieht ganz gut aus. So. Und das U deaktivieren.
Fahr ein bisschen nach vorne. Und jetzt fährt Lampe ab. Und jetzt fahren wir mit dem LKW gleich zum anderen BGH und kontrollieren das auch. Damit wir mit viel, viel Geld auf die Vierfach gehen können. Ups. Und daran wird es nämlich, nicht scheitern, aber Geld haben wir nicht so häufig, zu viel. Deswegen werden wir mal das ganz schnell ein bisschen Geld verdienen noch in den nächsten beiden Tagen und so schön mit Ballen alle verkaufen bei der BGA. Da hätten wir abbiegen können. Biegen wir hier ab. Aber so ein schönes Städtchen. Nachts haben wir wieder Vorspulen mit 30 oder 60 oder 120, je nachdem wie dunkel es ist. Ist unser Hopfen ist noch nicht mal ansatzweise reif. Der Wilde. Ja, um die Kurve geprescht hier. Okay. Lebensgefährlich. Ja, Crossbreak-Fahrer sind nicht sauber. Aber da sind immer ein paar Einnahmen. Es ist nicht viel, aber es, man freut sich. Sobald die oben leer ist, haben wir zum nächsten Weg gehabt. Das wäre irgendwie auch drin. Ich staune nur, dass die BGH trotzdem immer was verkauft, auch wenn ihr Ding voll ist. Obwohl die eigentlich nichts mehr verarbeiten kann. Den nehmen wir gleich mit dem Ball hier. Hier schon ein bisschen mehr weg. Aber das werden wir gleich wieder auffüllen. Da ist er. Oh ja, wilder Fahrer. Ja, fast überholt hier. Ich überlege mir schon, ob ein neues Projekt anfangen werde, ein weiteres, ganz anderen Richtung, eine Art Überlebenskampf, das Spiel nennt sich Mist, ich bin drauf gestoßen, auch mehr oder weniger durch YouTube. Und da überlege ich mir, ob ich da nicht ein paar Folgen machen werde. Es muss ja auch mal geschafft werden. Das ist das ganze Problem dabei. So, dann haben wir den mal gleich stehen. Und dann wollen wir aufladen. Und sieht es ordentlich aus, ne? So. Tja, aber das muss sehen. Da überlege ich mir dafür, hier zwei paar Folgen weniger zu machen. Weil das muss ja auch zeitlich für mich irgendwie im Rahmen bleiben. Dann die immer so die Wochenendfolgen auch nur noch zwei zu machen. Die Aufnahme. Und je nachdem, wie die Nachfrage ist, kann er dann entsprechend steigern. Ich muss mal sehen. Ich werde das mal jetzt in den nächsten Aufnahmen machen. Das heißt für mich komplett ja von null anfangen, von 0, 0, 0. Weil da wo ich jetzt bin, da anzufangen wäre Blödsinn. Aber das wäre, da fehlt ja ein bisschen der Zusammenhang nachher. Und wer es gar nicht kennt, also für mich beginnt da von 0.
Auch mit der Erfahrung, die ich schon gemacht habe, ist das sicherlich ein Vorteil. Hintergrundmusik werde ich da wahrscheinlich nicht machen. Beziehungsweise mal schauen, was die Opernmusik da hat. Es geht ja ein bisschen um Horror, kann man sagen. Nichts für schwache Nerven, sagen wir so, ne? Aber so viel Gewalt ist da auch nicht. Naja, Gewalt. Ein paar Zombie-Sterne dabei. Naja, ab und zu mal ein Bär, ab und zu mal ich. Zum Glück kann man ja das Spiel schon wieder laden, ne? Sonst wäre das äußerst blöd, in Anführungszeichen. Ja, den hätte ich auch da. Naja, gut. So, Stroh für die Kühe. Hey. Jedenfalls, wenn der Umzug kommt, so vielfach, da werde ich das Geld entsprechend mir gut rechnen. Natürlich aber vorher alle Fahrzeuge noch ausschreiben, die ich dann habe. Ja, und hier überlege ich noch. Machen wir noch eine Beschaffung? Wir haben ja viel da, ne? Aus der Stroh haben wir genug da. Gerste haben wir noch so 1000, ja. Nur noch verkaufen. Heu haben wir noch raus, Gras. Gras, Silage auch nicht mehr viel. Man könnte ja auch Silage kaufen, ne? Shop. Könnte man. Erstmal kriegen die Kühe Stroh. Mami. Alles wollen die sowieso nicht haben. Auch nicht schlecht, ey. Gefällt mir. Gut. Plane zu, dann ist das nämlich erledigt. Ist das Stroh geschützt? Haben die auch genug? Haben die genug Stroh? Die haben genug Stroh, die haben genug Wasser. Sie haben genug Station, logischerweise, Häusilage. Nimmt ein bisschen ab, ist aber okay. Gras haben wir noch genug. Kühe geht's sehr gesund, also sehr, sehr gut. Eigentlich schade, dass wenn die alle, ich weiß nicht, übernehmen, ist schwierig für mich. Weil ich davon keine Ahnung habe. Also mit Geld, das kriege ich schon hin, da habe ich schon gefunden. Das sind ja auch nur Zahlen. Und Zahlen sind für mich, immer erkennbar, aber für Wörter sind ja alle mehr oder weniger in Englisch und das kriege ich nicht in der Reihe. Jedenfalls nicht bei der Masse. Und wie es gemacht wird, weiß ich auch nicht. Müsste ich auch erst noch zuschauen, wie es geht. Sag mal, so wie es ist. Und ist mir eigentlich die Mühe zu viel. Zumal wir die Felder eh nicht übernehmen können. Also ich werde die alle verkaufen, die Felder. Gebäude lasse ich stehen. Lasse ich stehen. Bin da nicht so. Ja, dann mal schauen, ne? Ja, die Schafe können wir auch noch verkaufen, den zweiten. Hat sich nur erledigt. Mit Tiere ja. Umstallen immer so. So, gut, okay. Jetzt heißt es, Gärreste läuft. Wir müssen mal schauen. Was unser Holz macht. Das ist ja nächste Folge machen wollen. Aber das machen wir nächste Folge. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen.
Dann seid mal Tschüss und Winke-Winke. Ciao, ciao. Hoffentlich sieht man sich zur Morgenfolge wieder. Dienstag. Dann noch Tschüssi. Bis dann. Ciao.